Flint und der 1000 Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Hallo Leute, ihr seht ja, ich male gerade ein Bild. Und zwar male ich dich, mein Lieber, mein Kameramann. Letzter Schliff. Jetzt bin ich gespannt, wie es dir gefällt. Achtung, mein erstes eigenes Kunstwerk. Na, wie findest du es? Was, nicht gut? Nicht gut, aber das bist du, man erkennt dich voll gut. Als ob du das besser könntest, jetzt mich malen und dann erkenne ich mich, oder wie? Und das soll ich sein, oder was? Das ist ein Strichmännchen. Also, naja. Auf jeden Fall, ihr zu Hause wisst ja jetzt, worum es heute geht. Nicht um sowas, sondern um sowas. Heute geht's um Kunst. Vor ein paar hundert Jahren galt nur die klassische Malerei als Kunst. Jetzt ist Musik ebenso Kunst wie zum Beispiel Bücher oder auch Theater und Film. Und auch das hier ist ein Kunstwerk. Und zwar vom weltberühmten dänischen Künstler Olafur Eliasson. Ihn besuche ich heute in seiner riesigen Kunstwerkstatt mitten in Berlin. Danach treffe ich Kunsthistoriker David. Er erklärt mir, wie sich die Kunst im Laufe der Zeit verändert hat und warum manche Kunstwerke so unfassbar viel Geld kosten. Außerdem checke ich, ob nicht jeder Künstler sein kann. Also auch ihr zu Hause. Deshalb bin ich heute bei Rebecca und ihrem Kunstprojekt EFRA in Berlin zu Besuch. Gemeinsam mit Kindern der Kastanienbaumschule gestalte ich ein riesiges, großes Kunstwerk. Und nicht wundern, meine Checkerbude steht heute ebenfalls in Berlin. Und zwar in einem Kunstpark im Schöneberger Südgelände. Passt doch gut, oder? Also, alle bereit? Hier kommt der Kunstcheck. Und jetzt die Checkerfragen. Und die habe ich übrigens heute besonders kunstvoll ausgeschnitten. Kann jeder Künstler sein? Welches ist das teuerste Gemälde der Welt? Und was ist Kunst? Das checke ich für euch. Zuerst besuche ich Künstlerin Rebecca und ihren Verein EFRA in Berlin. Bei EFRA können Kinder lernen, selbst Kunst zu machen. Dort treffe ich auch Lucy, Martin, Yara, Benjamin und Kasper. Zusammen werden wir also heute irgendwie zu Künstlern. Das ist doch schon mal sehr gemütlich. Was macht ihr denn gerade? Also wir zählen gerade auf, was wir eben gut können und was wir in der Zukunft gerne können würden. Okay. Und was habt ihr bisher so aufgeschrieben, Lucy? Ich kann gut schwimmen und zeichnen und ich würde gern fliegen können. Teleportieren können und auch zaubern. Japanisch, also sprechen. Einmal um die Welt reisen. Und unsichtbar sein. Also was ich, glaube ich, gut kann, ist zuhören und nachfragen. Ist ja auch so ein bisschen mein Job. Und was ich sehr gern könnte, passt auch zur Sendung, ich würde wahnsinnig gern malen können und ich könnte sehr gern durch Wände gucken. Jetzt frage ich mich aber natürlich, warum wir das jetzt gerade alles machen. Ja, also weil es in der Kunst ja schon darum geht, irgendwie was sehr Persönliches, Eigenständiges in die Welt zu bringen, irgendeine Vision. Und dafür ist es total wichtig, erstmal zu realisieren, wer man selber eigentlich ist und was man sozusagen geben kann. Okay. Also wenn ich dich richtig verstehe, Kunst will ja immer was sagen irgendwie. Und wenn ich als Künstler wissen möchte, was ich eigentlich sagen will, muss ich erstmal wissen, was steckt eigentlich in mir drin, was beschäftigt mich. Und deshalb sammeln wir das gerade. Richtig. Das ist also der Anfang jedes Kunstwerks sowas. Richtig. Und was kommt jetzt? Ich würde euch bitten, euch selber auf das Papier zu malen. Also einfach im Umriss. Und es muss nicht perfekt sein. Sich selbst zu zeichnen ist gar nicht so leicht. Aber wenn man erstmal loslegt, dann macht es richtig viel Spaß. Das ist ja gar nicht so schlecht. Also ich habe für euch diese riesige Leinwand vorbereitet. Wir machen jetzt eine Collage. Collage heißt hier so viel wie ein Kunstwerk aus super vielen kleinen Elementen zusammenstellen. Das Thema? Fantasietiere mit Superkräften, die unsere Erde retten können. Die Mitschülerinnen und Mitschüler aus der Kastanienbaumschule haben schon ordentlich gebastelt, damit wir die riesige Wand auch voll bekommen. Kunst kann man nämlich auch im Team machen. Dann kommt die Fantasie von vielen zusammen und es macht noch mehr Spaß. Oh, was machst du hier? Ich sitze und gucke. Auf deiner Couch? Auf meiner Beobachter-Couch, ja. Ein Großteil, würde ich sagen, der Arbeit ist auch zu gucken,
was da gerade entsteht und so Zusammenhänge festzustellen und was es eigentlich bedeutet. Das ist dann auch ein wichtiger Teil des Künstlerseins. Ja, für mich ist das so, ja, absolut. Dann habe ich jetzt eine ganz wichtige Frage an dich. Und das ist auch eine Checker-Frage. Kann jeder Künstler sein? Ich frage erstmal bei den Kindern nach. Fühlt ihr euch jetzt gerade als Künstler richtig? Naja, also irgendwie ist es ja schon, wir machen ein Kunstwerk und bringen auch unsere eigenen Ideen damit rein. Und also irgendwie ist es dann ja schon ein Künstler. Also würdest du sagen, du bist Künstlerin? Mhm. Künstler ist, finde ich, ist eigentlich mehr ein Beruf. Eigentlich ist man Künstler, wenn man dem Geld verdient. Aber ich bin mir ganz sicher, es gibt Künstler, die würden gern davon leben, schaffen es aber nicht. Trotzdem würden sie sich doch immer als Künstler bezeichnen, weil ihr Lebensinhalt ist es, Bilder zu malen oder Statuen zu klopfen. Leute, die sowas machen, die verdienen ja auch trotzdem damit meistens was, indem sie irgendwie ein Bild für ganz wenig verkaufen. Also hier gibt's auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen. Was sagt denn Rebecca? Kann denn jeder Künstler sein oder Künstlerin? Prinzipiell ja. Es gibt keine Zugangsbeschränkung. Jeder kann Künstler sein. Aber vielleicht macht es manchen einfach nicht so richtig viel Spaß, so lange sich dauernd mit den Themen zu beschäftigen und zu überlegen, wie man sie umwandeln kann. Dann habe ich jetzt ja schon mal zwei wichtige Sachen verstanden. Erstens, es muss einem schon Spaß machen, sonst bleibt man nicht dran und dann wird man wahrscheinlich auch kein Künstler. Und das Zweite, man muss halt irgendwie wissen, was man denn eigentlich ausdrücken möchte mit der Kunst. Und dann muss man seinen ganz, ganz eigenen Weg finden, der auch nur aus einem selbst rauskommen kann, irgendwas darzustellen. Jeder kann Künstlerin oder Künstler sein, wenn man Spaß dran hat, Kunst zu machen und einen eigenen Weg findet, sich mitzuteilen. Gecheckt. Ich male jetzt einfach genau das, was ich fühle und wie es aus mir rauskommt. Achtung, bitte sehr. Was sagst du? Was denn, schon wieder nicht oder was? Oh, du bist aber auch schwer zufriedenzustellen. Ja, dann jetzt erstmal eine Frage an euch. Also ich finde, das hat eine ganz tolle Farbgebung. Guck doch mal, wie das hier... Was ist auf dem wohl teuersten Gemälde der Welt zu sehen? A. Jesus mit einer Kristallkugel. B. Jesus mit einer Schneekugel. Oder C. Jesus mit einer Mohrrübe. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Jetzt besuche ich den weltbekannten Künstler Olafur Eliasson. Er ist sowas wie ein Superstar der Kunstwelt. Seine Werke beschäftigen sich meistens mit der Natur. Und deshalb sind sie häufig riesig groß, wie die Eisberge hier. Die hat er extra aus Grönland in der Arktis bis nach London in England transportieren lassen. Wahnsinn, oder? Ich besuche ihn in seinem Berliner Atelier. Seine Mitarbeiterin Alex führt mich schon mal durch die riesige Kunstwerkstatt. Mit ihr arbeiten 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Glas-, Holz- oder Metallwerkstätten und helfen Olafur, seine Ideen umzusetzen. Ah, und da ist er schon. Hey, schau, Tobi, hier. Weißt du, was das hier ist? Ein Stein. Nein, probier mal. Ein sehr, sehr schwerer Stein. Das ist ein Meteorit aus dem All. Und der ist nicht runtergefallen. Ja. Das kommt tatsächlich aus dem Weltraum. Ja, das ist auch ganz gut. Darf ich das haben? Schätzen wir das? Nein, auf gar keinen Fall. Was? Ich brauche das, weil das mein Glücksmeteorit. Ich brauche auch ein Glücksmeteorit. Ja, wie kriege ich eine Idee für ein gutes Kunstwerk? Gib mal kurz, ich möchte mal. Wie kriege ich eine gute Idee für die nächste Sendung? Darf ich es haben? Nein. Ja. Und so habe ich hier so ein bisschen meine kleine Schatzkammer. Was? Mach mal nicht. Nein. Ich will es wissen. Wir müssen arbeiten. Komm. Okay. Schluss. Seit wann würdest du von dir selbst sagen, dass du Künstler bist? Weil das ist so ein schwieriger Begriff. Ich weiß auch nicht, also Künstler, das kann ja alles möglich sein. Und man soll auch aufpassen, dass wir nicht so viele Regeln machen. Ach, das ist Kunst und das ist aber überhaupt nicht Kunst. Mhm. Also, irgendwie geht es ja eher darum, wann kann ich damit oder wann darf ich auch was sagen? Und ich traue mir selber zu. Jetzt frage ich mich auch noch eine Sache, weil das hier ist auf jeden Fall ein Kunstwerk. Aber vor ein paar hundert Jahren hätte niemand gesagt, das ist Kunst, weil damals war völlig klar, Kunst muss ein Bild an der Wand sein, es wird so und so gemalt. Jetzt frage ich mich natürlich, was ist denn eigentlich alles Kunst? Eine ganz gute Regel ist, ich gucke mir was an. So. Das da. Und man könnte sagen, das ist so, als hört der Kunstwerk dich zu und vertritt deine Gefühle.
Ein Kunstwerk soll beim Betrachter also im besten Fall irgendwas auslösen. Wie hier dieses Licht oder der Spiegel an der Decke. Auch ein Kunstwerk von Olafur. Ob es uns nun traurig macht, fröhlich oder wütend, oder ob wir uns Fragen dazu stellen. Jeder Mensch nimmt ein Kunstwerk anders wahr. Denk mal ans Musikhören. Nur weil die Erste ein Lied ganz toll findet, muss der Zweite es nicht auch mögen. Nicht umsonst sagt man schließlich, Kunst liegt im Auge des Betrachters. Auch Leute, die in deinen Ausstellungen sind, die müssen ja auch immer so aktiv was machen. Wieso ist dir das so wichtig, die Leute so mit einzubeziehen? Ich will nicht, dass man nur konsumiert. Ich will, dass man sich selber produziert, man malt, man macht und so. Wann wir jetzt die Zukunft machen sollen, da müssen wir es leider selber machen. Wir können uns nicht die Zukunft einfach kaufen. Das ist eher so eine Vertrauenssache und ich vertraue die Kinder. Den Betrachter einbeziehen, das soll auch Olafurs neuestes Kunstwerk, der Earth Speaker. Das ist eine App, mit der Kinder ihre Mimik, also Bewegungen im Gesicht, auf Gegenstände übertragen können, um den Erwachsenen zu erzählen, was sie sich für die Zukunft wünschen. Peter und Hans haben Olafur beim Testen der App geholfen und zeigen mir, wie es funktioniert. Ich bin ein paar Zentimeter von dem Mülleimer entfernt. Warum bringt ihr mich nicht einfach dahin? Und zack, Nachricht abgeschickt. Und weil ich ja schon erwachsen bin, kümmere ich mich gleich selbst drum. Git. Sogar eine App kann also Kunst sein. Jedes Kunstwerk kann einer sogenannten Kunstepoche zugeordnet werden. Kunstepoche, so nennt man den Zeitraum, in dem der Künstler oder die Künstlerin das Kunstwerk geschaffen hat. Im Laufe der Zeit hat sich nämlich zum Beispiel die Art und Weise, wie man ein Bild malt, verändert und dementsprechend auch, wie die Bilder aussahen. Und deswegen gibt es eben ganz verschiedene Kunstepochen. Die ersten Kunstwerke von Menschen wurden in Höhlen entdeckt. An einer Höhlenwand in Frankreich zum Beispiel hat man diese Zeichnung gefunden. Und die ist wahrscheinlich schon über 38.000 Jahre alt. In der Antike, also vor ungefähr 2000 Jahren, haben sich die Malerinnen und Maler besonders bemüht, Menschen und Gegenstände möglichst echt aussehen zu lassen. Die nächsten beiden Kunstepochen übernimmt David. Er ist Kunsthistoriker, also sowas wie ein Detektiv für Kunst. Ihn treffe ich in einem Ausstellungsraum in Berlin-Neukölln. Hallo? Ich guck mich mal ein bisschen um. Interessant. Na, um Gottes Willen. Jetzt hast du mich ein bisschen erschreckt. Herzlich willkommen hier. Ich freue mich auch. Jetzt habe ich mich gerade schon gefragt, ein bisschen umgeguckt. Ich schätze mal, das sind alles Kunstwerke, die du hier aufgebaut hast, aus verschiedenen Kunstepochen. Ja. Eine Epoche ist doch irgendwie ein Zeitraum, in dem Künstlerinnen und Künstler eine bestimmte Art Kunst zu machen hatten, oder? Das kann man so sagen, nur dass die Künstler selber nicht das Bewusstsein hatten, wir befinden uns gerade in dieser oder jener Epoche, sondern das wird erst im Nachhinein in Epochen gegliedert. Und wie kam es, dass sich das immer wieder verändert hat? Hat das was damit zu tun, dass die Leute einfach dachten, ich male jetzt anders? Oder wie hat dieser Wechsel stattgefunden? Ein Grund, der für mich immer besonders plausibel war, ist, dass nicht nur die Künstler überlegen, was können wir ein bisschen anders machen, sondern auch die Leute, die sich Bilder angucken, die lernen zum Teil anders zu sehen. Also wenn man sich jetzt vorstellen würde, man fliegt im Flugzeug, guckt runter auf die Welt, das konnten die Leute früher überhaupt nicht. Und so entwickelt sich, wie die Gesellschaft sich entwickelt, auch die Kunst. Ist ja klar, erst als die Menschen Flugzeuge erfunden haben, konnten sie wissen, wie die Welt von so weit oben aussieht. Dieses Gemälde hier stammt aus der Epoche des Spätmittelalters, ist also etwa 600 Jahre alt. Okay, also das hier ist natürlich nur eine Kopie. Zu der Zeit waren vor allem Kirchen die Auftraggeber der Gemälde. Deshalb gibt es auf den meisten Bildern Jesus mit seiner Mutter Maria zu sehen. Und vor allem so viel Gold wie möglich. In der Epoche der Renaissance haben die Maler gelernt, so zu malen, dass es aussieht, als könne man in die Ferne gucken. Der Trick ist, vorne alles groß und hinten viel kleiner zu malen. Guckt mal, könnt ihr die Linien im Bild entdecken, die nach hinten zusammenlaufen? An denen haben die Maler sich orientiert. Ich glaube, ich probiere mal einen Fernsehtrick aus und suche im Bild nach dem Fluchtpunkt, also dem Punkt, an dem alle Linien zusammenlaufen. Wow. Hallo David, hier bin ich.
Hey, dann suchen wir jetzt einen Fluchtpunkt, oder? Ist da irgendwo wahrscheinlich, ne? Ja, pass mal auf. Du musst noch ein Stück. Da? Ja, ein bisschen höher. Da. Ja, perfekt. Jetzt haben wir ihn. Ja? Ja, yeah, cool. Und ihr alle hier, macht einfach weiter. Ich gehe in die nächste Epoche. Ne? Tschüssi. Seht ihr? An dem Punkt laufen die Linien zusammen. Und ab geht's in die Romantik. Die war vor etwa 200 Jahren. Damals zeigten viele Gemälde den Menschen in der Natur. Aber warum? Das ist eine Zeit, in der die Wissenschaft sehr wichtig wurde. Die Menschen immer mehr wussten über die Natur, wie sich die Gestirne und Planeten umeinander drehen. Und die Technik wurde wichtiger. Es gab auf einmal Dampfmaschinen. Das heißt, das Leben der Menschen wurde sehr stark verändert. Ja. Und manche Menschen haben gemerkt, es fehlt dabei aber was. Ah, verstehe. Also, weil ein paar hundert Jahre vorher wusste man schlicht nicht, warum geht morgens die Sonne auf und abends unter. Dann hat man sich all das erklären können. Und in all diesem ganzen Erklären ist den Leuten aber das Gefühl zur Natur so ein bisschen zu wenig geworden. Und dann haben die Maler sich entschieden, malen wir doch einfach wieder mehr ursprüngliche Natur. Ja, genau. Okay. Und was mir noch auffällt, die Frau, die da steht, die sieht man ja nicht von vorne. Ja, genau. Das ist eher eine Einladung an den Betrachter, es dieser Frau gleich zu tun. Das will ich auch ausprobieren. Also, der Sonnenuntergang ist wirklich wunderschön. Ich glaube, die ist so vertieft in ihren Sonnenuntergang. Ey, ich könnte doch mal gucken, wie sie von vorne aussieht. Die ist ja wunderschön. Hallo. Zur gleichen Zeit entstand auch der Impressionismus. In der Epoche ging es vor allem um Farben und Lichtstimmung. Und das hatte damit zu tun, dass zu der Zeit Farbe in Tuben erfunden wurde. Klingt komisch, hat aber wirklich alles verändert. Wiederverschließbare Farbe hat es den Künstlerinnen und Künstlern ermöglicht, rauszugehen in die Natur und dort zu malen. Das ging vorher nicht. Da ist das alles nur im Atelier passiert. Naja, und jetzt befinden wir uns natürlich im Jetzt, also in der Gegenwart. Deshalb nennt man Kunst, die im Moment entsteht, immer auch Gegenwartskunst. Und da möchte ich euch doch noch mal gerne mein persönliches Kunstwerk ans Herz legen, auf das ich doch recht stolz bin, muss ich sagen. Nicht deins, meins! Wie viel ein Kunstwerk wert ist, bestimmt der sogenannte Kunstmarkt. Beziehungsweise die Leute, die gerne Kunst kaufen und sammeln. Die nennt man auch Sammlerinnen und Sammler. Ist ja logisch. Je mehr Sammler sich für die Kunst einer Künstlerin oder eines Künstlers interessieren, desto höher steigen die Preise. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Sagen wir mal, Merle hier hat 20 Gemälde gemalt. Jetzt werden die Leute auf Merles Kunst aufmerksam und plötzlich will jeder ein Bild von Merle haben. Ist ja ganz klar. Merle hat ihre Kunstwerke ruckzuck verkauft. Es gibt aber noch mehr Sammler, die Bilder von Merle kaufen wollen. Also bieten die Sammler den Leuten, die schon ein Werk von Merle besitzen, immer höhere Preise, bis sie ihnen endlich das Kunstwerk von Merle weiterverkaufen. Und so kann es passieren, dass ein Kunstwerk auch mal viele Millionen Euro wert ist. Wenn Merle richtig viel Glück hat, dann interessiert sich auch noch ein Museum für ihre Kunst. Und dann passiert was Interessantes. Dann wird es nicht mehr an private Sammlerinnen und Sammler zurückverkauft. Die Museen wollen nämlich, dass jeder die tolle Kunst von Merle sehen kann. Und nicht nur die Leute, die viel Geld haben und sich die Bilder bei sich zu Hause aufhängen. Und das ist doch eigentlich ganz cool, oder? Nächste Checkerfrage. Welches ist das teuerste Gemälde der Welt? Dieses hier. Aber das ist nicht das Originale. Das ist natürlich nicht das Original. Ich habe es nicht kaufen können. Das ist ein Gemälde von Leonardo da Vinci. Und das Bild heißt Salvator Mundi, das heißt Retter der Welt. Hier ist Jesus dargestellt, der die rechte Hand hebt und in der linken eine Kristallkugel hält. Wenn du jetzt sagst, dieses Gemälde ist das teuerste der Welt, hau raus, was hat es gekostet? Rat doch mal. 50 Millionen Euro. Ja, noch viel mehr. Wirklich? Ja. 100 Millionen Euro. Es ist wirklich viermal so viel. Was? Für 400 Millionen Euro? Für ein Bild?
Es ist so teuer, weil es der einzige Da Vinci ist, der überhaupt noch verkauft werden konnte. Mhm. Es gibt ungefähr 9 bis 14 Gemälde, von denen man weiß, dass es Da Vincis sind. Und die hängen alle in öffentlichen Museen. Das heißt, die können nicht mehr verkauft werden. Und wer hat so viel Geld? Also wer hat mal eben fast 500 Millionen übrig, um sich ein Bild zu kaufen? Das war ein saudi-arabischer Kronprinz. Mhm. Und man vermutet gerade, dass das auf seiner Privatjacht ist. Krass. Das teuerste Gemälde der Welt heißt Salvator Mundi und wurde von Leonardo da Vinci gemalt. Es hat 400 Millionen € gekostet. Gecheckt. Wir machen hier mal unser Kunstwerk fertig. Sieht wirklich super aus. Findet ihr nicht auch? Ich glaube, wir sind fertig. Und ich finde, man kann auf jeden Fall sagen, dass wir zumindest für den Tag heute alle echte Künstler waren und richtig ein Kunstwerk geschaffen haben, oder? Absolut. Ja. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Probiert es doch auch mal aus. Wer weiß, vielleicht werdet ihr ja irgendwann mal echte Künstler. So, uns fehlt noch die letzte Checkerfrage. Was ist Kunst? Was Kunst ganz genau ist, ist nicht so leicht zu sagen. Aber hey, wir haben in der Sendung ja schon ein paar Erklärungen gehört. Weil es in der Kunst ja schon darum geht, irgendwie was sehr Persönliches, Eigenständiges in die Welt zu bringen. Die Leute, die sich Bilder angucken, die lernen zum Teil anders zu sehen. Und so entwickelt sich, wie die Gesellschaft sich entwickelt, auch die Kunst. Kunst, das kann ja alles möglich sein. Was Kunst ist, ist also wirklich nicht leicht zu klären. Aber eins habe ich verstanden. Kunst ist für uns Menschen unheimlich wichtig, um unsere Gefühle und unsere Sicht auf die Welt auszudrücken. Und das schon seit Tausenden von Jahren. Mit Kunst drücken Menschen ihre Gedanken und Gefühle aus. Im besten Fall berühren sie andere damit. Gecheckt. So, also, ich habe mir jetzt überlegt, ich lasse mich von meinem Weg nicht mehr abbringen. Ich bin Künstler und ich mache, wie es mir gefällt. Und ich glaube, hier habe ich was wirklich ganz Besonderes geschaffen. Deshalb, wie findest du es? Immer noch nicht so richtig gut. Was soll ich denn noch anderes machen? Okay. Das ist es. Das ist es. Es ist wunderschön. Jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was ist auf dem wohl teuersten Gemälde der Welt zu sehen? A. Jesus mit einer Kristallkugel. B. Jesus mit einer Schneekugel. Oder C. Jesus mit einer Moorrübe. Na, habt ihr die Antwort entdeckt? Guckt mal. Hier ist Jesus dargestellt, der die rechte Hand hebt und in der linken eine Kristallkugel hält. Richtig ist also Antwort A. Entschuldigung, darf ich noch mal stören? Ich wollte nur fragen, ob ich vielleicht auch mit... Ich gucke auch voll gern Sonnenuntergänge an und... Ja? Der ist echt bildhübsch, ne? Sieht aus wie gemalt. Willst du vielleicht einen von meinen Luftballons haben? Also ich würde dir einen schenken. Nicht? Naja, ist ja auch so schön hier, ne? Wir gucken noch ein bisschen Sonnenuntergang. Und ihr macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi!